Karl Malone ist der Spieler mit den zweitmeisten Punkten in NBA History. Dazu war er zwei Jahrzehnte das Gesicht der Utah Jazz und wird von den meisten NBA-Fans als einer der besten Power Forwards aller Zeiten angesehen. Karl Malone, der Basketballspieler, kann also wirklich stolz auf sich sein. Bei Karl Malone, dem Menschen, sieht es ein bisschen anders aus. Was geht, meine Freunde? Kobe Bjorn ist am Start. Heute mit einem Video über den vielleicht ekligsten NBA-Spieler aller Zeiten. Nach meinem Video über die größten NBA-Legenden, die heute dominieren würden, hatten mich viele von euch auf YouTube und Instagram gefragt, warum ich Karl Malone nicht auf die Liste geschrieben habe. Die Antwort werde ich euch heute in diesem Video geben, also lasst uns direkt anfangen. Wir wissen alle, dass NBA-Spieler keine Unschuldslämmer sind, wenn es um Frauen geht. Gerüchte und Beweise über Affären von Spielern mit irgendwelchen Groupies oder heutzutage Instagram-Hosts sind keine Seltenheit mehr. Wir wissen aus sicheren Quellen, dass Kobe Bryant, Dwayne Wade, Carmelo Anthony und Shaquille O'Neal alle neben ihren Ehen was mit anderen Frauen am Laufen hatten. Wie ihr zu dem Thema steht, ist euch überlassen. Jeder Mensch hat andere Ansichten, aber je nachdem, wie deine Partnerin damit umgeht, gibt es halt wenige bzw. gar keine Geschädigten bei solchen Affären. Problematisch wird das Ganze erst, wenn aus den Affären Kinder entstehen, die niemand haben will. Dwight Howard hat zum Beispiel einfach 5 Kinder von 5 verschiedenen Frauen. Angeblich gibt es 3 weitere Frauen, die ihn gerade auf Unterhalt verklagen. Warum zur Hölle macht man 8 Kinder mit 8 verschiedenen Frauen? Schon mal was von Verhütung gehört, Bro. Aber okay, warum erzähle ich euch das alles und was hat das mit Karl Malone zu tun? Ich wollte euch mit diesen Stories nur kurz zeigen, dass in der NBA Affären und uneheliche Kinder leider keine Seltenheit sind. Karl Malone hat insgesamt 7 Kinder, 4 davon mit seiner Frau, und die Geschichte über die anderen 3 ist so widerlich, dass sie mein Bild des Mailman für immer zerstört hat. Also fangen wir mal ganz von vorne an. Nach seinem Highschool-Abschluss schwängerte Karl Malone mit gerade mal 17 Jahren ein Mädchen aus seiner Heimatstadt. Die junge Frau Bonita Ford bekam daraufhin Zwillinge. Nachdem Malone erfahren hatte, dass er der Vater war, weigerte er sich, mit Bonita Ford zu sprechen. Alle Versuche der Familie Malone dazu zu bewegen, Unterhalt für die Zwillinge zu bezahlen, waren zwecklos. Er weigerte sich einfach anzuerkennen, dass es seine Kinder wären. Der Fall ging vor Gericht. Karl kämpfte mit allen Mitteln gegen ein Gerichtsverfahren und auch vor dem Richter gab er an, auf keinen Fall der Vater der Zwillinge zu sein. Ein Vaterschaftstest wurde veranlasst und dabei kam heraus, dass Karl Malone auf jeden Fall der Vater der Zwillinge war, und daraufhin bezahlte er eine Geldsumme in unbekannter Höhe, aber legte trotzdem keinen Wert auf den Kontakt mit den Kindern. Zumindest vorerst, denn interessanterweise wurde aus einem der Zwillinge die Basketballspielerin Cheryl Ford. Cheryl spielte am College für die Louisiana Tech University, dieselbe Uni, für die ihr Vater gespielt hat, als er sie nicht als seine Tochter anerkennen wollte. Cheryl Ford schaffte es sogar in die WNBA, wo plötzlich ein alter Bekannter zu ihren Spielen auftauchte. Nachdem sie was im Basketball erreicht hatte, kam plötzlich der Vater, der sie nie wollte, zu ihren Spielen. Cheryl hat in Interviews erzählt, dass die Beziehung zu ihrem Vater für sie schwierig bleiben wird, aber sie hofft, dass die alten negativen Gefühle irgendwann wieder weggehen werden. Man kann hier also schon sehen, dass Karl Malone nicht unbedingt der beste Mensch ist. Jahrelang deine Kinder verleugnen und dann, wenn sie was Großes erreichen, plötzlich ein Teil des Lebens sein wollen. Aber immerhin erkennt Karl die Zwillinge heute als seine Kinder an. Ein Glück, dass Demetrius Bell nicht vergönnt war. So, Männer, jetzt wird's richtig eklig. Jetzt kommen wir zu der Story, die ich 1000-mal überprüft habe, damit ich hier keinen Mist erzähle. Ich kann es bis jetzt noch nicht richtig glauben, aber es wurde oft genug bewiesen, dass es sich hier wirklich um die Wahrheit handelt. Als 20-jähriger College-Spieler schwängerte Karl Malone ein weiteres Mädchen aus seiner Heimatstadt, die damals 13-jährige Gloria Bell. Ja, ihr habt richtig gehört, ein 20-jähriger Karl Malone hatte Sex mit einem 13-jährigen Mädchen. Um das mal in ein Verhältnis zu setzen, das ist ein über 2 Meter großer, mit Muskeln bepackter College-Athlet, der Sex mit einer Sechsklässlerin hatte. Das ist einfach nur widerlich. Und glaubt mir, die Geschichte wird noch ekliger, denn wie wir unseren Karl kennen, hat er natürlich abgestritten, die 13-jährige Gloria Bell geschwängert zu haben. Die Bell-Familie traf daraufhin die Entscheidung, Karl Malone nicht anzuzeigen, weil er dann mit Sicherheit im Gefängnis gelandet wäre. Stattdessen warteten sie ab, bis Karl in der NBA spielte, und verklagten ihn dann auf Unterhalt für das Kind. Jetzt kann man natürlich sagen, dass die Bell-Familie fragwürdig gehandelt hat. Ein 20-Jähriger, der mit einer 13-Jährigen Sex hat, gehört einfach hinter Gittern, egal wie viel Geld er bezahlen kann. Ich sage auch nicht, ob es richtig oder falsch ist, aber wenn du als 13-Jähriger ein Kind bekommst, stehen deine Zukunftsaussichten ohne Partner vermutlich nicht besonders gut. Warum also den Vater im Gefängnis verrotten lassen, wenn er stattdessen auch Millionen von Dollar verdienen und ordentlich Unterhalt bezahlen kann? Wie gesagt, Männer, ich weiß, das ist ein heikles Thema. Ich wollte nur sagen, dass man die Bell-Familie für ihre Entscheidung nicht unbedingt verurteilen darf. Denn was hätte eine Gloria Bell ohne Schulabschluss und ohne Unterhalt groß machen sollen in ihrem Leben? Jedenfalls ignorierte Karl Malone die Anklage natürlich erstmal komplett. Erst nachdem das Gericht einen Vaterschaftstest anordnete, musste Karl sich fügen. Der Test gab natürlich an, dass Malone tatsächlich der Vater des kleinen Demetrius Bell war. Das Gericht verurteilte Malone, $200 pro Woche an Gloria Bell zu zahlen. Malone weigerte sich aber und sagte, er würde höchstens $125 pro
pro Woche zahlen. Letztendlich einigten sich die Bells und Malone auf eine einmalige Zahlung in unbekannter Höhe. Der Mailman ist also auf jeden Fall einer der widerlichsten Spieler in NBA History. Aber was man ihm nicht absprechen kann, sind seine brutal guten Gene, denn Demetrius Bell, der Sohn, den Karl nie akzeptierte, wurde 2008 in die NFL gedraftet. Aus zwei seiner drei unehelichen Kindern wurden also Profisportler. Trotzdem bleibt Karl Malone ein ekliger Drecksack, denn trotz des Tests und den Unterhaltszahlungen weigert sich Malone bis heute, Demetrius Bell als seinen Sohn anzuerkennen. Interessanterweise ist Demetrius aber sehr eng mit Karls anderen Kindern, denn Daryl und Cheryl Ford haben Demetrius als ihren leiblichen Halbbruder vollkommen akzeptiert. Demetrius hat in einem Interview gesagt, dass er Karl Malone nur einmal getroffen hat, als er bereits 18 war. Während der kurzen Unterhaltung hat Malone zu Demetrius gesagt, es sei zu spät für die beiden, eine Vater-Sohn-Beziehung aufzubauen. Echt coole Worte von deinem Vater, der sich 18 Jahre nicht blicken lässt. Und damit sind wir am Ende dieses ekligen Videos angekommen. Glaubt mir, die Recherche hat mir absolut keinen Spaß gemacht. Das Privatleben der NBA-Spieler geht uns eigentlich nichts an und ich kann auch gerne mal eine Affäre oder eine Schlägerei verzeihen. Aber wenn man in zwei Fällen seine Kinder verleugnet und zusätzlich eine 13-Jährige schwängert, dann kann ich dich als Mensch einfach nicht mehr respektieren. Und deshalb werdet ihr von mir auch keine anderen Karl Malone-Videos finden und er wird auch auf meinen Top-10-Listen nicht auftauchen. Außer man muss ihn halt erwähnen. Ich kann schlecht über die 98er Finals reden, ohne über Karl Malone zu sprechen. Aber ansonsten werdet ihr von mir nichts über diesen Typen hören. So, und das war's auch schon mit dem Video. Wenn ihr Bock auf mehr NBA-Content habt, dann könnt ihr den Kanal hier gerne abonnieren oder mir auf Instagram folgen. Den Link findet ihr in der Infobox. Ich danke euch fürs Zuhören, meine Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace.